Herzlich willkommen bei PAIRA, der Gesellschaft für politisches Wagnis. Herzlich willkommen bei unserem Gespräch mit Patrick Breyer zum Thema Transparenz. Unsere Überschrift: Demokratie ohne Transparenz ist ein Fake. Ich freue mich, dass wir Patrick Breyer gewinnen konnten, heute mit uns über dieses Thema zu reden, was die Piratenpartei natürlich von Anfang an ja eigentlich als eins ihrer Kernthemen aufs Schild gehoben hatte und weiterhin hat. Aber wie ihr wisst, war es bisher sehr schwierig, trotz der unbeugsamen und ständigen Einforderung von Patrick Breyer, doch endlich in der Politik sich diesem Thema zuzuwenden und es auch durchzusetzen und nicht nur durchzusetzen, sondern auch in der Wirtschaft durchzusetzen. Ihr wisst alle, die Diskussion um Diesel geht, ist ein weiteres Beispiel dafür, was in der Gesellschaft passiert, wenn sie nicht dem Transparenzgebot folgt. Zu Patrick Breyer brauche ich, glaube ich, keine langen Ausführungen machen von seiner Biografie. Eine Bemerkung, man sieht es, ein sehr junger Politiker, der zurzeit in politischer Rente ist. Er ist zwar noch Parteimitglied und wird es wohl auch weiter bleiben, aber eben das, was er eine Weile versucht hat, in Schleswig-Holstein den Menschen näher zu bringen, hatte dort leider keinen Erfolg, obwohl er unter anderem nicht nur aufzeigte, warum er für diese Themen kämpft, für die digitalen Bürgerrechte, für die Transparenz, und er auch zeigte, was das für ihn persönlich heißt, dass er sich als Politiker eben nicht bereichert, sondern Geld, was aus seiner Sicht eigentlich nicht ausgezahlt werden sollte, weil man sowieso schon bezahlt ist, Geld für den Fraktionsvorsitz, doch in größeren Summen zurückgab. All das hat nicht ausgereicht, die Zustimmung zu mobilisieren. In der Taz gab es unmittelbar vor der Wahl noch einmal ein eigentlich doch sehr gelungenes Porträt. Die Piraten können sich ja nicht beklagen vor der Medienschwemme, sondern sie sind eigentlich ausgeblendet worden. Aber in diesem Interview konnte Patrick nochmal darlegen, warum es so ist. Und ich möchte das für dich zitieren. Im Moment sehen viele Menschen nur die Wahl zwischen einem Weiter-so und einem rechtspopulistischen Staat. Den dritten Weg, den die Piraten vorgeben, sieht in Deutschland niemand. Bis zum 7. Mai will ich genau dafür dennoch werben. Natürlich endete auch dieser Presseartikel mit einer kritischen Bemerkung oder einer Bemerkung, die mehr so ein Runterschreiben dann war, dass Patrick für diesen Weg weiter kämpft, wurde da so beschrieben: typisch Patrick Breyer, sturköpfig und entschlossen wie einst Störtebeker. Es ist Patrick Breyers ziemlich aussichtsloser letzter Beutezug. Bezogen auf den Wiedereinzug hatte der Redakteur ja leider recht. Patrick, deshalb meine Frage zu Beginn deiner Ausführungen über die Notwendigkeit der Transparenz in der Demokratie. Frage ich natürlich zu Beginn, wo nimmst du die Kraft her? Wo nimmst du die Hoffnung her, dass es jemals anders wird, dass sich zukünftig Menschen und die Politik und die Wirtschaft mobilisieren lässt für das Thema Transparenz? Was könnte es sein, dass das, was du sowieso ja demonstriert hast für dieses Thema, das Thema befördern kann? Ja, danke für die Frage, Rainer. Vielen Dank auch an euch alle, dass ihr hier seid und dass ich in dieser illustren Reihe der Gesprächspartner von
Heira auch heute sprechen darf. Deine Frage nach der Motivation beantworte ich mal so. Ein Stück weit ist es vielleicht diese Sturheit, die der Journalist beschrieben hat, die mich da motiviert und antreibt. Also ich glaube, man braucht schon einen hohen Grad an intrinsischer Motivation, wie man so schön sagt. Das heißt, Überzeugungstäter zu sein und aus Überzeugung zu handeln, weil das eben einen weiterblicken lässt, was jetzt die Frage angeht, war es erfolgreich oder nicht, ist die Arbeit von Erfolg gekrönt oder nicht, was einen weiterblicken lässt als den Wahlerfolg. Denn ob die Arbeit erfolgreich ist oder nicht, bemisst sich ja nicht unbedingt nur daran, wird man wiedergewählt. Wenn wir daran unsere Arbeit ausrichten würden und ausgerichtet hätten, dann bräuchte es die Piraten nicht aus meiner Sicht. Und deswegen haben wir unsere Arbeit immer ausgerichtet an unseren Zielen und unseren Grundwerten. Und dazu gehört eben nun mal die Transparenz, genauso wie die Demokratie und genauso wie die Grundrechte und der Datenschutz. Vielleicht darf ich kurz noch ein paar Worte zu meiner Person sagen, als Einstimmung für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin gelernter Jurist, wenn man so will. Und seit meiner Promotion spätestens auch Datenschützer. Ich habe zum Thema Vorratsdatenspeicherung promoviert. Schön, dass Meinhard Starostik auch hier ist, der gemeinsam mit uns das erste Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung mit zu Fall gebracht hat vor dem Bundesverfassungsgericht. Deswegen bin ich auch sehr gerne Themenbeauftragter für Datenschutz der Piratenpartei und war Gründungsmitglied der Piratenpartei und hatte dann 2012 die Chance, auch im Landtag in Schleswig-Holstein einzuziehen und hatte auch zeitweise den Vorsitz der dortigen Piratenfraktion inne. Ja, und deswegen fange ich vielleicht an, mein Statement mit der Frage, was bedeutet eigentlich für Piraten Transparenz? Warum ist uns das so wichtig? Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden, aus einem Grundsatzprogramm der isländischen Piraten. Die sagen nämlich, Transparenz gibt den Machtlosen die Macht, die Mächtigen zu beobachten. Also das bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Das heißt, es geht um Macht bei Wissen. Wie der Volksmund schon sagt, Wissen ist Macht. Und das ist natürlich bei Wissen über den Staat, aber auch bei Wissen über uns, über die Bürger, der Fall. Ihr kennt alle das berühmte Zitat, das wohl zu Unrecht Jefferson zugeschrieben wurde, wo das Volk die Regierung fürchtet, da herrscht Tyrannei, wo die Regierung das Volk fürchtet, da herrscht Freiheit. Und das ist eigentlich genau der Grund, warum es sich für Transparenz zu kämpfen lohnt. Denn wenn die Mächtigen wissen, dass ihre Machenschaften beobachtet werden, enttarnt werden können, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie tun. Das gibt eine enorme Macht der Öffentlichkeit, der Presse und den Bürgern natürlich insgesamt. Wenn es umgekehrt so ist, dass das Volk die Regierung fürchten muss, weil sie jedes Detail über uns und unser Privatleben kennen und gegen uns einsetzen und ausspielen können, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass aus der Demokratie ein autoritäres Regime wird. Und das meinte ich auch mit dem rechtspopulistischen Staat, das ich angesprochen habe in dem Interview. Die Piraten haben einen sehr schönen Spruch eigentlich für das Dilemma, wenn wir nämlich kämpfen für einen transparenten Staat statt eines gläsernen Bürgers. Das ist genau das, worum es geht. Und wenn ich Island noch mal weiter zitieren darf aus diesem Grundsatzdokument: Piraten glauben, dass Transparenz eine wichtige Voraussetzung zur Aufklärung der Bürger ist und es ihnen ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da die Verbindung zur Demokratie. Demokratie funktioniert nur, man kann nur informiert entscheiden, wenn man weiß, worüber man entscheidet, wenn man nicht bei der Bundestagswahl danach entscheidet, welches Wahlplakat einem am sympathischsten ist, sondern danach, was die Partei tatsächlich gemacht hat. Und da musste ich leider auch jetzt im Wahlkampf in Schleswig-Holstein die Erfahrung machen, dass ganz viele Leute gesagt haben, euch gibt es noch, also überhaupt nicht wussten, dass es die Piratenpartei noch gibt. Also viele hatten als Letzte irgendwie mitbekommen, Streitigkeiten, die schon Jahre zurücklagen oder über einen Berliner
Piraten und dessen Sackkarre. Und das zweithäufigste, was wir zurückbekamen als Antwort, war dann von den Leuten, die wussten, dass es uns noch gibt: Man hat von euch ja schon ewig nichts mehr gehört. So, und das zeigt halt auch, dass Transparenz über die politische Arbeit eine wichtige Voraussetzung in einer Demokratie ist und es ohne nicht funktionieren kann. Ich habe da nochmal ganz weit zurückgegriffen und in das Grundsatzprogramm der Piratenpartei aus 2006 geschaut. Dort findet sich auch schon ein langer Abschnitt zum Thema Transparenz und darin heißt es: Verengt sich der Zugang zu Wissen auf einen kleinen Kreis von Nutznießern, kommt es unweigerlich zur Ausbildung von Machtstrukturen, die wenige Personen, gesellschaftliche Organisationen oder staatliche Organe bevorzugt und letztlich den demokratischen Prozess einer freiheitlichen Gesellschaft gefährdet. Diese basiert nämlich auf einer möglichst breiten Beteiligung der Bürger. Und die Abkehr vom Prinzip der Geheimhaltung, der Verwaltungs- und Politikvorstellung eines überkommenen Staatsbegriffes und die Betonung des Prinzips der Öffentlichkeit, das einen mündigen Bürger in den Mittelpunkt staatlichen Handelns und Gestaltens stellt, schafft nach der festen Überzeugung der Piratenpartei die unabdingbaren Voraussetzungen für eine moderne Wissensgesellschaft in einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung. Und das, finde ich, zeichnet die Piratenpartei auch aus, dass sie so weit denkt und die Verbindung sieht zwischen den Zielen Mitbestimmung und Demokratie, Transparenz und Schutz der Privatsphäre, dass eines ohne das andere nicht geht und dass das Kernwerte für diese Partei sind, die nicht in zweiter Reihe stehen, die nicht verhandelbar sind und die nicht von Personen vertreten werden, die in der Partei vielleicht nur in zweiter Reihe stehen, wie das bei den Netzpolitikern vieler anderer Parteien der Fall ist. Das ist wirklich für uns Kernthema und deswegen freut es mich so, dass du mich auch zu dem Thema Transparenz eingeladen hast und meine Erfahrungen dazu in Schleswig-Holstein zu berichten. Ich versuche ein bisschen zu abstrahieren von dem Land, aber das ist nun mal da, wo ich tätig sein durfte, deswegen seht es mir nach, wenn ich doch die Beispiele aus dem Bereich zitiere. Ja, was sind meine Erfahrungen mit dem Thema Transparenz? Ich fange mal an mit dem großen Bereich der Politik, Transparenz in der Politik. Das ist ja das, wo wir am unmittelbarsten tätig waren. Und anfangen kann ich eigentlich mit dem Thema Koalitionsverhandlungen. Warum sind die so intransparent? Die isländischen Piraten haben vor der dortigen Wahl, 2 Wochen vor der Wahl, sich mit anderen Parteien zusammengesetzt und überlegt, könnten wir nach der Wahl zusammenarbeiten, wenn wir eine Mehrheit bekommen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Und die haben dann auch bekannt gegeben, öffentlich, das Ergebnis des Gesprächs. Finde ich ganz spannend, die Idee. Wir in Schleswig-Holstein haben es so gemacht, dass wir nach der Wahl, aber als die Entscheidung über den Ministerpräsidenten anstand, und das war eine sehr knappe Entscheidung, weil die dortige rot-grün-blaue Koalition mit einer Partei der dänischen Minderheit nur eine Stimme Mehrheit hatte und in den eigenen Reihen offensichtlich dem eigenen Ministerpräsidenten oder wohl auch, wie auch immer, nicht wohlgesonnen ist. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Heide Simonis auch mal gescheitert ist an jemanden aus den eigenen Reihen. Deswegen kam es schon darauf an, wie stimmen die Piraten bei der Wahl des Ministerpräsidenten ab. Und da haben wir den Herrn Albig eingeladen und ihm gesagt, bei uns läuft das transparent, wir streamen das hier live und haben ihn gegrillt. So ein typisches Piratengrillen des angehenden Ministerpräsidenten, der musste sich einiges anhören. Als zweites haben wir den Innenminister, den angehenden, eingeladen, weil das für unsere Entscheidung extrem wichtig war. Wir haben gesagt, eine Regierung, die für Vorratsdatenspeicherung eintritt, werden wir auf keinen Fall mitwählen. Und das Ergebnis davon war, ja, eigentlich haben wir es nicht öffentlich bekannt gegeben, wer wie entschieden hat. Wir haben die Basis befragt. Die meisten meinten, man könne ihn mitwählen. Einige von uns haben es offensichtlich auch so gesehen, denn er hat dann auch letzten Endes mehr Stimmen bekommen, als es aus der eigenen Koalition heraus machbar gewesen wäre. Und Schleswig-Holstein hat im Bundesrat mit als einziges Land gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Das war auch ein Erfolg, den wir auf die Art und Weise erzielen konnten und haben eben versucht, auf die Art und Weise ein bisschen transparenter zu machen, die Bildung einer Landesregierung zumindest
wenn wir auch es nicht so geschafft haben, wie das die Isländer gemacht haben, schon vor der Wahl Koalitionsoptionen zu diskutieren. Zweiter Akt war der sogenannte Ältestenrat. Der Ältestenrat ist ein Gremium, wo alle Fraktionsvorsitzenden im Landtag mit dem Landtagspräsidenten zusammen vor jeder Sitzung die anliegenden Sachen diskutieren. Das ist zum Beispiel die Tagesordnung der Sitzung, aber auch sonst anliegende Sachen, ob die Geschäftsordnung geändert werden soll, die Finanzierung des Landtages, schon Sachen, die wichtig sein können. Und nach unserem Grundsatz, wir wollten transparent arbeiten, haben wir gesagt, warum ist das eigentlich bisher geheim, was die miteinander absprechen, und haben keinen treffenden Grund dafür gefunden und haben deswegen plötzlich mal angefangen, in öffentlicher Fraktionssitzung die Ergebnisse der Ältestenratssitzung vorzustellen und auch die Protokolle zu veröffentlichen, ins Netz zu stellen, was dann auf Seiten der etablierten Fraktionen zu der Gegenreaktion geführt hat, die Geschäftsordnung so zu ändern, dass wer sozusagen die Vertraulichkeit nicht wahrt, dann damit rechnen musste, aus dem Ältestenrat ausgeschlossen zu werden. Das heißt, man hat zur Brechstange gegriffen, aber man hat auch festgelegt, dass die Tagesordnung zu den Sitzungen und ein Ergebnisprotokoll veröffentlicht wird. Das heißt, Schleswig-Holstein hat jetzt wahrscheinlich als einziges Land einen Ältestenrat, wo ihr auf der Webseite des Landtages die Themen, über die gesprochen wird, und auch zumindest in ein, zwei Sätzen zusammengefasst das Ergebnis der Diskussion öffentlich nachlesen könnt. Also ein Stück weit mehr Transparenz haben wir da geschaffen. Ganz kurz will ich noch eingehen auf Themen wie Gesetzgebungs-Outsourcing. Es ist ein Missstand, dass man nicht mitbekommt, wenn Passagen, die Lobbyisten formuliert haben, eins zu eins in Gesetzentwürfe aufgenommen werden. Wir haben vergeblich versucht, da eine Kennzeichnungspflicht durchzusetzen. Das wollten die Fraktionen nicht. Sie wollten weiterhin die Möglichkeit haben, sich extern beraten zu lassen. Und das besagt ja schon viel darüber, was da vielleicht zu verbergen ist und was nicht. Wir haben dafür gekämpft, dass das Abstimmungsverhalten im Bundesrat unserer Landesregierung veröffentlicht wird, weil sie nur dann zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das war erfolgreich. Die Landesregierung gibt jetzt bekannt, immer so eine Woche leider erst nach der Sitzung, wie sie zu den einzelnen Punkten abgestimmt hat. Aber die Presse greift es noch nicht auf. Und wenn die Regierung nicht zur Rechenschaft gezogen wird dafür, was sie verzapft, dann wird sie sich auch nicht genötigt fühlen, den Willen der Bürger da ein bisschen mehr zu berücksichtigen. Wir haben dafür gekämpft, dass geplante Staatsverträge veröffentlicht werden. Die bekommt der Landtag nach einer Informationsvereinbarung vorab zugeschickt, sind bisher aber nicht veröffentlicht worden. Das ist jetzt seit Anfang des Jahres oder Mitte des letzten Jahres anders. Kann man jetzt im Informationssystem des Landtages nachlesen. Was lustigerweise noch nicht öffentlich ist in Schleswig-Holstein, ist das Amtsblatt. Also wo eigentlich amtliche Verlautbarungen bekannt gegeben werden, das steht nicht im Netz. Das muss man schon abonnieren oder sich in die Bibliothek bewegen. Ich weiß nicht, wer alles das Amtsblatt abonniert hat, viele sind es nicht. Wir konnten durchsetzen, dass das Gesetzblatt immerhin veröffentlicht wird, der große Erfolg. Das haben wir auch in der Landesverfassung verankert. Und ein Prinzip des Informationszugangs wurde auch in die Landesverfassung geschrieben, wenn auch ziemlich verbessert und kein Grundrecht, auf das man sich jetzt berufen könnte vor Gericht. Große Kämpfe gab es zum Thema Nebeneinkünfte. Schleswig-Holstein hatte lange Zeit überhaupt keine Regelung, wonach die Nebeneinkünfte der Abgeordneten zu veröffentlichen waren und woher sie die beziehen. Jetzt ist in der letzten Sitzung vor der Landtagswahl ein Gesetz in Kraft getreten, wonach jährlich die Jahressumme der Nebeneinkünfte zu veröffentlichen ist, woraus man sehr wenig schließen kann und natürlich erst ab nach der Wahl. Also ist ein Trauerspiel. Leider gab es keine öffentliche Aufregung, deswegen sind sie damit durchgekommen. Worauf ich vielleicht ein bisschen ausführlicher eingehen kann, ist das Thema Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes. Im Landtag, genauso wie im Bundestag, gibt es Juristen, die im Auftrag der Fraktionen bestimmte Rechtsfragen prüfen. Und diese Gutachten sind schon höchst spannend teilweise. Ihr kennt vielleicht alle Gutachten zu dem Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung, wonach der verfassungswidrig ist und so weiter. Das heißt, aus solchen Gutachten kann sich ergeben, dass ein bestimmtes Gesetz verfassungswidrig ist. Und während
der Bundestag nach einer Gerichtsentscheidung auch diese Gutachten zugänglich macht, zumindest mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, hat es Schleswig-Holstein umgekehrt gemacht und hat umgekehrt das Informationsfreiheitsgesetz so geändert, dass diese Gutachten ausgenommen sind und dadurch gleichzeitig auch eine Klage ausgehebelt, die ein Mitglied unseres Landesvorstandes gegen den Landtagspräsidenten, Herrn Schlie, eingereicht hat auf Zugang zu diesen Gutachten. Durch Änderung des Gesetzes haben die das ausgehebelt und so wie es aussieht, kommen sie wohl damit durch. Also das Gericht hat jetzt einen Hinweis gegeben, dass nach der Gesetzesänderung die Klage wohl keinen Erfolg haben dürfte. Wahrscheinlich müssen wir sie zurücknehmen. Und das ist sehr bedauerlich, weil eigentlich Erkenntnisse, die aus Steuergeldern finanziert worden sind, und zwar auch darüber, ob Gesetze vielleicht gegen unsere Grundrechte verstoßen, geheim gehalten werden, ganz pauschal, egal was da drin steht. Und alle anderen Fraktionen, einschließlich Grüne und was weiß ich was, haben diese Gesetzesänderung gemeinsam beschlossen und damit begründet, sonst könnte man ja sehen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen und befassen. Da habe ich Ihnen gesagt, ja, das ist eigentlich Sinn der Demokratie und der Transparenz, aber es hat zu erbitterten Debatten geführt und zu keinem anderen Ergebnis. Vielleicht die härtesten Debatten im Landtag hatten wir zum Thema Postenschieberei, wie ich das so nenne. Das ist ein ganz wichtiges Transparenzthema, denn wie werden eigentlich Posten besetzt und Positionen vergeben in der Politik? Das ist ja eines der wichtigsten Machtinstrumente der Parteien überhaupt, Personalentscheidungen treffen zu dürfen und bestimmte Personen in bestimmte Positionen zu hieven. Und über einige dieser Besetzungsentscheidungen, für einige ist der Landtag zuständig in Schleswig-Holstein, das heißt, das macht nicht die Regierung, sondern der Landtag wählt Personen. Und klassischerweise funktioniert das dann so, wenn es eine Wahl ist, die eine einfache Mehrheit braucht, ist es meistens so, dass die Koalition untereinander abspricht, wer bestimmte Posten besetzen darf. Da gibt es dann geheime Zusatzprotokolle zu Koalitionsverträgen, wo solche Postenaufteilungen festgelegt sind. Wenn es Positionen sind, die mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden, und das ist teilweise beim Landesrechnungshof oder Landesverfassungsgericht teilweise so der Fall, dann ist es klassischerweise so, dass die Parteien diese Posten untereinander aufteilen und sagen, ihr dürft die besetzen, die eine Hälfte, ihr dürft die andere Hälfte besetzen, so ungefähr. Ja. Und wer es dann praktisch wird, läuft dann so ab, die Fraktionsvorsitzenden fragen in ihren Parteien an, welche Leute kommen in Frage und sprechen gezielt Leute an, könntet ihr euch das vorstellen? Und die werden dann entsprechend auch benannt und vorgestellt. Das sind natürlich Leute, die geeignet sind von ihrer Qualifikation her, die haben auch ein bisschen Erfahrung. Manchmal sind es leider auch Parteigenossen, die sehr wenig Erfahrung haben und trotzdem in solche Posten gehievt werden. Wenn ihr euch sie anseht, die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht, da sind dann teilweise ehemalige Ministerpräsidenten, ehemalige Innenminister drin, die sich nicht verfassungsrechtlich besonders hervorgetan haben. Und wir Piraten haben gegen diese Praxis von Anfang an sind wir Sturm gelaufen, mit der Begründung, dass eigentlich nach dem Grundgesetz jeder gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern haben muss, nach seiner Befähigung und Leistung und Eignung. Das heißt, eigentlich reicht es nicht aus, Leute zu kriegen, die einigermaßen geeignet sind, sondern wir brauchen die Besten. Und gerade bei Positionen wie im Verfassungsgericht, was ja die Regierung kontrollieren soll, oder im Landesrechnungshof, der soll das Finanzgebaren der Regierung kontrollieren. Oder auch Landesdatenschutzbeauftragter, der auch vom Landtag gewählt wird in Schleswig-Holstein, der soll ja die Datenverarbeitung, dass die rechtmäßig ist, durch die Regierung kontrollieren. Also gerade die Institutionen, die die Regierung kontrollieren sollen, müssen mit den Besten besetzt sein und müssen auch mit unabhängigen Personen besetzt sein. Und da hatten wir zum Beispiel Zweifel bei dem ehemaligen Landesdatenschutzbeauftragten Thilo Weichert, dessen Verbindungen zu den Grünen sehr bekannt sind und dessen Stellungnahmen zu einigen Gesetzesvorhaben der rot-grün-blauen Landesregierung dort auch sehr zahm ausgefallen sind, als es um den Einsatz von Drohnen ging, um ein Versammlungsgesetz, was die Versammlungsfreiheit enorm einschränkte und so weiter.
Und auch als es um die Vorratsdatenspeicherung ging, wo er ein Befürworter einer sogenannten kurzen Vorratsdatenspeicherung ist, Quick Freeze Plus, waren wir überhaupt nicht zufrieden. Aber es ging uns eigentlich um den Prozess der Wahl. Und wir haben versucht, die Gesetze zu ändern, um eine öffentliche Ausschreibung der Positionen vorzuschreiben, bevor der Landtag darüber entscheidet. Das wurde abgelehnt, obwohl selbst Juristenverbände, Richterverbände zum Beispiel das für eine sehr gute Idee befanden. Warum wurde es abgelehnt? Obwohl die Parteien eigentlich die Fäden in der Hand behalten hätten, ist ganz klar. Wenn sich alle bewerben könnten auf eine öffentliche Ausschreibung, kämen ja die Parteien in eine Rechtfertigungsnot. Warum lehnt ihr so einen hochqualifizierten Bewerber, so eine hochqualifizierte Bewerberin mit langjährigem Erfahrung, Experte für Verfassungsrecht und so weiter, warum lehnt ihr die ab und nehmt stattdessen irgendwie einen unbekannten Juristen, was weiß ich, mit Parteivergangenheit, ja, so ungefähr. Und in diese Rechtfertigungsnot wollte man sich nicht bringen. Einmal ist es uns gelungen, Transparenz in diesen Besetzungsvorgang zu bringen, allerdings nur dadurch, weil der Vorschlag, Thilo Weichert erneut zum Landesdatenschutzbeauftragten zu wählen, auch auf den Widerwillen eines Abgeordneten der Koalitionsfraktionen gestoßen ist und die dadurch keine eigene Mehrheit hatten. Daraufhin sahen sie sich genötigt, die Unterstützung einer anderen Partei zu suchen. Und wir Piraten haben gesagt, wir machen das gerne, wenn wir einen offenen Auswahlprozess hinkriegen. Und daraufhin wurde das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein öffentlich ausgeschrieben. Wir hatten sehr viele Bewerber, hochqualifizierte Bewerber und haben dann auch eine sehr gute Nachfolgerin gefunden, nämlich die Stellvertreterin von Thilo Weichert, Marit Hansen, die schon 20 Jahre lang in der Behörde tätig war und sich mit technischem Datenschutz sehr gut auskennt. Und ohne die Amtszeitbegrenzung auszuhebeln. Es gab in Schleswig-Holstein eine Begrenzung des Datenschutzbeauftragten auf eine Wiederwahl, gerade um seine Unabhängigkeit zu sichern, um sicherzustellen, dass er nicht auf das Wohlwollen der Regierung angewiesen ist, um sein Amt weiter fortzuführen. Und das war uns natürlich ein Dorn im Auge, dass es für eine bestimmte Person diese Wiederwahlbegrenzung aufgehoben wurde, übrigens bis heute nicht wieder in Kraft. Ja, da haben wir erfolgreich für Transparenz in diesem Auswahlverfahren gestritten. Ansonsten wird es leider zukünftig wahrscheinlich wieder weitergehen wie bisher. Ich will aber jenseits der Politik noch auf andere Bereiche zu sprechen kommen, wenn ich meine Erfahrungen schildere. Da ist der Bereich Innenpolitik und Überwachung für mich natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und da wurden Informationen geheim gehalten, wie zum Beispiel Zahl der stillen SMS, die der Verfassungsschutz zur Ortung von Personen versendet, soll übrigens eine ganz geringe Zahl sein, aber man ist der Meinung, es könne die Arbeitsfähigkeit oder Abschreckungswirkung des Verfassungsschutzes beeinträchtigen, wenn herauskäme, wie wenig die eigentlich machen. So ungefähr wird da argumentiert. Es wurde nicht bekannt gegeben, wenn Polizeibeamten wegen Körperverletzung verurteilt wurde, zu welchem Aktenzeichen das passiert ist und die entsprechenden Urteilsgründe wurden nicht bekannt gegeben. Obwohl das öffentliche Urteile rechtskräftige Urteile waren, wird sowas geheim gehalten. Teilweise mit der Begründung, Anonymisierung würde zu lange dauern. Es wurde geheim gehalten, wo eigentlich Überwachungskameras des Landes aufgestellt sind, jedenfalls für sicherheitsrelevante Gebäude. Andere hat man uns mitgeteilt, die haben wir auch auf eine Kamerakarte eingestellt, aber teilweise wurden diese Standorte geheim gehalten. Jetzt aktuell wird geheim gehalten Anweisungen zum Thema V-Personen der Polizei, Vertrauenspersonen, zu deren Einsatz, zu deren Auswahl. Das ist deswegen wichtig, weil es in Schleswig-Holstein gerade einen Skandal gibt, den wir auch mit aufgedeckt haben, zu der Frage, hat das Landeskriminalamt entlastende Informationen in einem Strafverfahren zurückgehalten, um einen eigenen Informanten zu schützen vor Aufdeckung und sind dadurch Personen zu lange in U-Haft gewesen. Und da soll es jetzt, nachdem wir aus dem Landtag geflogen sind, leider erst einen Untersuchungsausschuss geben in Schleswig-Holstein, der dieser Frage auch nachgehen wird. Und das letzte Feld aus dem Bereich Inneres
wo ich versucht habe, die Transparenz zu befördern, ist das Thema Gefahrengebiete. In Schleswig-Holstein war über Jahre hinweg ein Großteil des Landes zum Gefahrengebiet erklärt, ohne dass es irgendjemand wusste. Die schleswig-holsteinische Regelung zu Gefahrengebieten sah vor, dass man in diesen Gebieten verdachtslos Kfz-Fahrzeuge anhalten und ins Auto gucken darf, auch in verschlossene Behältnisse wie zum Beispiel Handschuhfach und Kofferraum. Und das wurde teilweise mit Einbruchskriminalität begründet, teilweise mit Rockerkriminalität. Auch bei Volksfesten wie der Kieler Woche wurde davon Gebrauch gemacht. Und ich hatte dann diese Anordnungen bekommen und ins Netz gestellt, was dann aber deswegen zu höchster Aufregung und Rücktrittsforderung von Seiten der Polizeigewerkschaft und eines Teils der Presse führte, weil die Landesregierung leider die Namen der Polizeibeamten, die da in diesen Anordnungen drin standen, mit einem Stift geschwärzt hat und dann aber beim Einscannen wieder sichtbar gemacht hat, diese Schwärzung. Und ich habe das leider ungeprüft übernommen, sodass man die Polizeibeamten, die diese Gefahrengebietsanordnung getroffen hatten, nachlesen konnte, auch ihre dienstliche Telefonnummer. Hat zu einem großen Skandal geführt, ob ich da jetzt irgendwie diese Beamten oder auch ihre Ermittlungen und ihre Tätigkeit gefährdet hätte. Und schlussendlich hat dann auch meine eigene Fraktion beschlossen, dass ich die Sachen wieder aus dem Netz nehmen soll, obwohl sie nachgeschwärzt worden waren. Inzwischen, nach dem Ende der Piratenfraktion, sind sie wieder eingestellt. Also insofern hat das Ende sogar die Transparenz befördert, wenn man will, leider in dieser Beziehung. Aber an der Stelle war doch der Herr Weichert mal ein bisschen auf deiner Seite, indem er uns unterstützt, der Regierung vorwarf, sie hätten die Löschung selber vornehmen müssen und nicht einfach weitergeben. Es war ja auch so, dass die Regierung die unzureichende anonymisierten Dokumente an mich weitergegeben hat. Und ich es allerdings dann ins Netz gestellt habe und das nicht anonymisiert habe. Ich will aber auch nochmal sagen... Also eine kleine Ehrenrettung eines... Das ist richtig. Ja, er hat auch super Arbeit geleistet, da kann man gar nicht anders sagen. Er war ganz groß gegen Facebook und staatliche Überwachung, auch immer in den Medien sehr präsent, was auch keinem anderen so gelingt, gar keine Frage. Aber es ist wichtig, die Unabhängigkeit zu bewahren und die Amtszeitbegrenzung auch durchzusetzen dann. Und was diese Transparenz angeht, will ich nochmal betonen, dass laut Informationsfreiheitsgesetz Bund auch der Name von Beamten gar nicht geschwärzt werden muss, wenn Unterlagen herausgegeben werden und herausverlangt werden. Also der Name allein ist nicht sankrosankt, genauso wie dienstliche Telefonnummern. Das waren vorgesetzte Beamten von Polizeibehörden. Und alleine der Umstand, dass die eine Gefahrengebietsanordnung erlassen haben, ist überhaupt keine Information, die irgendwelche Ermittlungen oder den Schutz von Personen gefährdet hätte. Dass das Polizeibeamte sind und deren Namen, ist keine geheime Information. Alle Polizeibeamten in Schleswig-Holstein tragen den Namen an ihrem Schild. Also deswegen fand ich die Aufregung völlig überzogen, konnte das nicht nachvollziehen. Aber aus der politischen Dynamik heraus mussten wir da die Luft rausnehmen und dann die Notbremse da leider damals ziehen. Ja, ein weiterer Bereich, der mir ganz wichtig ist, ist der Bereich der Justiz. Das heißt, wie transparent ist die Justiz? Bevor ich auf die große Klage hier gegen die EU-Kommission zu sprechen komme, vielleicht ein paar kleinere Beispiele. Da ging es um das Thema Verteilung von Geldauflagen. Ihr wisst, dass Strafverfahren vielfach eingestellt werden gegen die Auflage an eine gemeinnützige Organisation, so und so viel Geld zu zahlen. Und leider ist bisher total intransparent, nach welchen Kriterien diese Organisationen ausgesucht werden. Im Moment dürfen Staatsanwälte das bestimmen oder auch gemeinsam mit Richtern und Verteidigern teilweise. Aber meistens wird eben der Vorschlag auch akzeptiert, weil man froh ist, wenn ein Verfahren beigelegt wird. Und das liegt eigentlich in der Hand und in der freien Ermessen, um nicht zu sagen Willkür der Staatsanwälte und Richter, welche Organisationen da wie viel Geld bekommen. Und das führt wiederum dazu, dass viele Organisationen intensive Lobbyarbeit bei der Justiz betreiben, um sich vorzustellen, um für ihre Arbeit zu werben. Teilweise sind es Vereine, wo selber Richter, Staatsanwälte, Mitglieder sind, wenn es irgendwie um Arbeit gegen Trunkenheit im Verkehr ging, gab es da einen Verein, der dann sogar Richter und Staatsanwälte für Vorträge, die sie da gehalten haben, wiederum bezahlt hat, also so eine Art Kickback-System. Das hat immerhin in Hamburg dazu geführt, dass man das System gewechselt hat, in Berlin auch.
und so eine Art Fonds aufgebaut hat. Das heißt, da ist es so, man kann die Geldbuße einem Fonds zuweisen, auch ein bisschen thematisch aufgeschlüsselt, zum Beispiel zum Thema Gewalt oder zum Thema Alkoholmissbrauch kann man da noch bestimmte Zwecke festlegen. Und der Fonds verteilt dann die Mittel, da sind mehrere Personen an der Entscheidung beteiligt und nicht die einzelnen Justizangehörigen, die gerade im Verfahren drin sind. Hat auch zu anderen Skandalen geführt, dieses alte Verfahren, was fast noch überall noch in Kraft ist, nämlich, dass irgendwie eine Staatsanwältin eine private Hochschule begünstigt hatte, an der ihre Tochter gerade studierte und solche Geschichten. Also das ist ungut, auch wenn es nicht missbraucht wird, weil es einfach unfair ist den Organisationen gegenüber und auch nicht zu einem ständigen, berechenbaren Mittelfluss führt, sondern dazu, dass eine kleine Organisation plötzlich irgendwie eine Millionenzuwendung bekommt und gar nicht weiß vielleicht, wie sie die sinnvoll einsetzen soll. Also diese Intransparenz bei der Verteilung von Geldauflagen war uns ein Dorn im Auge, wo wir uns eingesetzt haben für ein transparentes System über Fonds, wo mehrere Organisationen auch Mittel bekommen können, indem sie die beantragen und auch darstellen sollen, wofür sie verwendet werden und dann auch bitteschön kontrolliert werden soll, was mit dem Geld hinterher passiert, was im Moment nämlich auch nicht der Fall ist. Da hatten wir leider keinen Erfolg in Schleswig-Holstein, wir haben es aber thematisiert und es gab TV-Dokumentationen dazu. Also das finde ich ganz schön, dass das ein bisschen ins Bewusstsein gerät jetzt. Im Moment ist aber auch so, dass der Bundesjustizminister, der eigentlich die Strafprozessordnung ändern müsste, um da Abhilfe zu schaffen, es ablehnt und auch die Justizorganisationen sich weigern, da eine Reform anzugehen. Wir haben immerhin erreicht, dass wir eine Liste dieser Geldauflagen der Verteilten bekommen haben und ins Netz stellen konnten. Da habe ich dann eben jedes Jahr eine Anfrage gemacht und dadurch ist es öffentlich geworden. Ist ja auch schon mal was wert. Dann ging es darum, um das Thema Korruption. Ich habe mal angefragt bei der schleswig-holsteinischen Landesregierung, wie viele Mitglieder des öffentlichen Dienstes eigentlich wegen Korruption verurteilt worden sind. Das bekam ich auch die Auskunft. Dann habe ich gefragt, mit welchen Aktenzeichen diese Urteile hatten und wollte mir dann mal diese Urteile besorgen, weil ja in Urteilen immer auch der Sachverhalt geschildert wird. Also wie kam es dazu, was war das eigentlich für ein Korruptionsfall? Da hat sich, viele Gerichte haben die Urteile rausgegeben, aber in Kiel, die Staatsanwaltschaft weigert sich standhaft und bis heute überhaupt irgendwelche Urteile rauszugeben. Weder an mich als Abgeordneten noch jetzt an mich als Bürger werden irgendwelche anonymisierten Urteile herausgegeben. Und wohlgemerkt handelt es sich dabei um rechtskräftige Urteile wegen schwerer Straftaten, die öffentlich verkündet wurden, die nicht mehr anfechtbar sind, die anonymisiert sind, wo keine Personennamen draus zu erkennen sind. Und trotz alledem sieht man kein berechtigtes Interesse, dass ich die Urteile bekomme und überwiegende Interessen der Verurteilten, wegen Korruption Verurteilten, an der Geheimhaltung dieser Urteile. Also es ist wirklich skandalös. Ich habe dann da Verfahren angestrengt, vor dem Amtsgericht, vor dem Landgericht, ohne Erfolg. Jetzt im Moment liegt gerade bei dem Oberlandesgericht ein Antrag von mir auf Zugang zu einem Gerichtsurteil in einem Rocker-Prozess wegen schwerer Körperverletzung und ich bin gespannt, wie da entschieden wird. In Schleswig-Holstein ist die Justiz leider sehr unterdurchschnittlich transparent. Es werden sehr wenige Urteile insgesamt veröffentlicht auch und Datenbanken wie OpenJur, eine gemeinnützige Datenbank, die Gerichtsurteile veröffentlicht, müssen Geld bezahlen, wenn sie Urteile bekommen wollen und anfordern, während an eine staatliche Datenbank oder überwiegend in staatlicher Hand Juris Urteile kostenfrei abgegeben werden. Also da war ein weites Betätigungsfeld eröffnet, wo ich mit eingeschränktem Erfolg mich für mehr Transparenz eingesetzt habe. Erfolg hatte ich allerdings im Bereich der EU. Und zwar ging es darum, das waren Verfahren schon aus der Zeit, bevor ich Landtagsabgeordneter war, wo ich wissen wollte zum Thema Vorratsdatenspeicherung, mit welcher Begründung verklagt die EU-Kommission eigentlich Staaten, die sich weigerten, die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, die ja inzwischen auch für grundrechtswidrig erklärt und gekippt worden ist. Und es ging konkret um Österreich. Österreich hatte diese Richtlinie nicht umgesetzt und ich hatte gehört, dass die vor dem Europäischen Gerichtshof sich auch
darauf berufen hatten, dass die Vereinbarkeit mit den Grundrechten zweifelhaft wäre. Und das war natürlich eine höchst interessante Argumentation, weil sich Deutschland in einer ähnlichen Lage befand. Zumindest als die FDP noch an der Bundesregierung beteiligt war, Frau Lautheiser-Schnarrenberger, hat man sich geweigert, die Richtlinie umzusetzen. Und ich wollte wissen, wie argumentiert Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof, um sich gegen die Vertragsverletzungsklage zu verteidigen. Die EU-Kommission hat diese Schriftsätze nicht rausgegeben und sich dann ganz grundsätzlich auf den Standpunkt gestellt, alles, was vor Gericht passiert, unterfällt nicht der Informationsfreiheitsverordnung der EU. Und das war aus meiner Sicht schon eine grundsätzliche Frage, wie transparent ist die Justiz eigentlich? Wenn der Staat vor Gericht auftritt und zum Beispiel die Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung einfordert oder als Regierung sich dagegen wehrt oder auch dafür ausspricht, dass sie umgesetzt wird, dann geht es ja eigentlich um unsere Grundrechte. Und es geht darum, können wir ohne Anlass überwacht werden? Und warum soll es eigentlich geheim sein, mit welchen Argumenten darüber gestritten wird? Oft hängen Gerichtsentscheidungen und das Ergebnis eines solchen Verfahrens davon ab, wie im Verfahren argumentiert worden ist. Und das ist ein großes Manko in der europäischen Justiz, dass es eigentlich keinen Zugang zu solchen Schriftsätzen gibt. Nur die Verhandlung ist öffentlich. Es gibt so eine Zusammenfassung, die ins Netz gestellt wird, worum es überhaupt geht bei dem Verfahren. Und das Urteil ist dann öffentlich, aber nicht die Schriftsätze, die ausgetauscht worden sind, die dazu geführt haben. Selbst nach Abschluss des Verfahrens nicht. Und da habe ich dann gesagt, das ist es mir wert, mal meinen Freund Meinhard Starostik zu beauftragen und gegen die EU-Kommission Klage beim Europäischen Gericht erster Instanz einzureichen auf Aufhebung des verweigernden Bescheides der EU-Kommission, die diese Schriftsätze geheim halten wollte. Und da haben wir doch immerhin in zwei Instanzen einen Erfolg errungen. Der EuGH hat entschieden, dass nach Abschluss eines Verfahrens zumindest grundsätzlich auch Zugang zu Schriftsätzen besteht, die vor dem Europäischen Gerichtshof ausgetauscht worden sind. Und ich hoffe, alle, die das hören, machen regen Gebrauch davon und fragen mal nach, wie das eine oder andere Urteil zustande gekommen ist und wer eigentlich wie argumentiert hat. Teilweise ist das erschreckend, wie da argumentiert wird. Kleiner Wermutstropfen. Während des Verfahrens hatte ich mir herausgenommen, die Dokumente in dem Streit, um Transparenz sozusagen transparent zu machen und auf meine Homepage zu stellen. Also mit welchen Argumenten hat die EU-Kommission eigentlich vor dem EuGH eine Geheimhaltung erreichen wollen? Mit welchen Argumenten habe ich für das Gegenteil gestritten? Und da hat der Europäische Gerichtshof entschieden, eine solche eigenmächtige Veröffentlichung über ein laufendes Verfahren sei eine Missachtung der Justiz. Und hat mir deswegen die Hälfte meiner eigenen Kosten auferlegt. Die bekomme ich also nicht erstattet, obwohl ich eigentlich in der Sache erfolgreich war in dem Verfahren. Ist für mich finanziell in Ordnung, weil ich mir das leisten kann. Den Prozess hätte ich mir auch leisten können, ihn ganz zu verlieren. Aber es ist ärgerlich, weil es bedeutet, dass im laufenden Verfahren man eigentlich Informationen nicht mehr weitergeben darf. Und das behindert die Presse bei ihrer Berichterstattung. Stellt euch vor, wichtige laufende Verfahren wie diese Facebook-Geschichte Max Schrems oder wenn es darum geht, um die EZB, die irgendwelche Anleihenkaufprogramme finanziert und so weiter. Natürlich besteht dann ein hohes Interesse an laufenden Verfahren und wer da wie argumentiert. Und ich finde, wenn eine Regierung vor Gericht argumentiert, ist sie uns gegenüber auch rechenschaftspflichtig. Und nur wenn wir gleichzeitig erfahren und rechtzeitig welche Schriftsätze da rausgehen, können wir das auch noch korrigieren? Können wir öffentlichen Druck auf eine Regierung machen? Warum nehmt ihr da so eine schwachsinnige Position ein? Können auch im Parlament die Regierung zur Rechenschaft gezogen werden für ihre Argumentation vor Gericht? Deswegen ist mir das ein ganz wichtiges Anliegen, Transparenz der Justiz. Denn aus meiner Sicht stellt Transparenz Vertrauen her und schon im 19. Jahrhundert wurde sehr darum gerungen, dass Gerichtsprozesse öffentlich sind und nicht wie früher, wo der Landesfürst oberster Gerichtsherr war, irgendwie nach Willkür entschieden wird. Öffentlichkeit sorgt für Akzeptanz und ist deswegen auch im Bereich der Justiz ganz wichtig.
Übrigens ein weiteres schwarzes Loch im Bereich der Transparenz sind die Rechnungshöfe. Der Gesetzgeber hat wohlweislich die Rechnungshöfe aus dem Informationszugangsgesetzen rausgenommen. Und das bedeutet insbesondere, dass man nicht mehr erfahren kann oder nicht mehr detailliert erfahren kann, wo Misswirtschaft betrieben wird, wo einzelne Bedienstete unsere Steuergelder verschwendet haben oder wo sogar systematisch Systeme so eingerichtet sind, dass da Geld verloren geht. Die Rechnungshöfe veröffentlichen so Jahresberichte, da werden viele Kontrollen gar nicht erwähnt und andere nur ganz kurz. Ich weiß zum Beispiel, dass in Schleswig-Holstein der Landesrechnungshof die Fraktionen kontrolliert und deren Verwendung von Finanzen. Und es erfährt kein Mensch, was dabei rauskommt. Ne? Also da wird irgendwie mal eine Zusammenfassung alle paar Jahre veröffentlicht, aber die ist sehr geschönt und verkürzt. Und dass da tatsächlich alle paar Jahre jede Fraktion kontrolliert wird und was detailliert das Ergebnis dieser Prüfung war, da gibt es Prüfberichte, die werden aber geheim gehalten. Also es wäre ganz wichtig, diese Berichte transparent zu machen, um gegen Steuerverschwendung vorzugehen. Und vielleicht den Bereich der Wirtschaft, weil du den angesprochen hattest eingangs, da ist ja der Landtag jetzt nicht so zuständig oder das Land, aber im Bereich der öffentlichen Unternehmen haben wir doch immerhin erreicht, dass die Managergehälter, die in öffentlichen Unternehmen gezahlt werden, offengelegt werden. Und dadurch ist rausgekommen, was zum Beispiel Sparkassenmanager dafür absurd hohe Pensionen beziehen, bei uns aber auch die Geschäftsführerin der Lotteriegesellschaft und so weiter. Also ich glaube, dass Transparenz da schon für mehr Nachdenken und Zurückhaltung sorgt. In Berlin gibt es übrigens auch so ein Gesetz, dass die Managergehälter offenzulegen sind und in Hamburg und in NRW, aber sonst in keinem Bundesland. Ja, und der letzte Bereich, auf den ich zu sprechen kommen will, ist eigentlich der Bereich Whistleblower-Schutz. Und das ist ein Feld der Transparenz, das halt ganz wichtig ist für die Kontrolle der Regierung, weil oft kommt man Missständen eigentlich nur auf die Spur, wenn Insider auspacken. Und das machen sie natürlich nur, wenn sie sich sicher sein können, dass es keine Nachteile für sie hat. Die wenigsten machen das und nehmen Nachteile in Kauf, aber das kann man von keinem Menschen erwarten, so wie Edward Snowden dann nach Russland zu fliehen oder so wie Margret Herbst, eine Tierärztin aus Schleswig-Holstein, die BSE-Verdacht öffentlich gemacht hatte und das nicht dagegen vorgegangen wurde, dass sie dann den Job verliert und von der ärmlichen Rente lebt jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt die Rente reicht oder ob sie noch Sozialhilfe bekommt. Also das kann man halt von keinem verlangen. Und deswegen ist Whistleblower-Schutz so wichtig, dass Menschen Missstände melden können, ohne ihren Job zu verlieren und rausgemobbt werden. Leider ist es so, dass der Gesetzgeber eigentlich nur für den Bereich der Korruption eine Offenlegung ausdrücklich ermöglicht hat im Beamtenrechtsrahmengesetz. Ich spreche jetzt vom Whistleblower-Schutz im öffentlichen Dienst, also für öffentlich Bedienstete, weil dafür eben auch die Länder eigentlich zuständig sind. Deswegen haben wir uns darum gekümmert. Jenseits von Korruption gibt es eigentlich kein Gesetz, was ausdrücklich eine Ausnahme von der Verschwiegenheitspflicht machen würde, die für Beamten gilt. Und deswegen hat der Wissenschaftliche Dienst des Landtages in unserem Auftrag auch festgestellt, dass der Whistleblower-Schutz im öffentlichen Dienst im Moment unsicher ist. Das heißt, kein Whistleblower kann sich darauf verlassen, wenn er Missstände nach außen gibt und an die Öffentlichkeit geht, dass das keine strafrechtlichen, keine dienstrechtlichen Konsequenzen für ihn hat. Und das ist deswegen so bedauerlich, weil dadurch nach meiner Überzeugung viele Missstände nicht ans Licht kommen. Ich selbst als Abgeordneter habe nur über Kontakte und Beamte, die gegen ihre Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben, um so zu sagen, viele Missstände erfahren und zum Gegenstand von Anfragen machen können. Zum Beispiel, dass an der Polizeischule in Schleswig-Holstein sexistische und rassistische Sprüche gemacht wurden und das keinerlei Konsequenzen hatte, obwohl es gemeldet worden war. Erst auf unseren Druck hin musste ein Anwärter dann gehen, erst nachdem wir das veröffentlicht hatten. Oder auch jetzt der Skandal um das Landeskriminalamt, das da vielleicht entlastende Aussagen zurückgehalten hat, wo jetzt ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird und so weiter. Das wäre ja nie passiert, wenn uns nicht jemand darauf aufmerksam gemacht hätte, dass da zwei Kriminalbeamte seit Jahren intern versucht haben, Abhilfe zu schaffen, und zwar erfolglos. Die haben sich, wie es vorgeschrieben ist, an ihre Vorgesetzten gewendet,
Der Dank dafür war, dass sie gemobbt wurden und aus ihrer Ermittlungsgruppe rausgezogen wurden, im Endeffekt sogar das Landeskriminalamt verlassen mussten. Die haben versucht, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden, die hat eingestellt und ihnen keine Begründung mitgeteilt. Die haben versucht, sich an eine Mobbingkommission zu wenden, die es da gab in Schleswig-Holstein, mit dem Erfolg, dass der Mobbingkommission der Fall entzogen wurde und sie inzwischen ganz aufgelöst worden ist. Es gibt dieses Gremium nicht mehr. Es ist also zum Verzweifeln. Und da kann man nur sagen, Chapeau vor den Beamtinnen und Beamten, die trotzdem den Mut haben, sowas weiterzugeben und zu melden, obwohl sie Angst haben müssen um ihren Job. Und diejenigen, die das machen, sind welche, die tatsächlich auch bereit sind, ihren Job zu riskieren. Die wissen das, machen es trotzdem. Aber dadurch kommt viel nicht raus, was andere Leute melden könnten, die sich das nicht leisten können oder wollen. Viele haben Familie und können überhaupt nicht sich leisten, ihren Job zu verlieren. Ist ja auch völlig klar. Und deswegen haben wir gefordert, zum Beispiel ein anonymes Whistleblower-System. Technisch ist das möglich. Da kann man dann eben über dem Netz, so nach dem Prinzip eines offenen Briefkastens, einen Hinweis geben, Dokumente hochladen. Und man bekommt dann eben auch einen Link, über den man Antworten sehen kann und Rückfragen beantworten kann. Das ist ganz wichtig, weil heute, wenn ihr Hinweise anonymisiert oder anonym an die Staatsanwaltschaft schickt oder an die Presse, oft wird das nicht weiterverfolgt, weil Rückfragen bestehen, weil man überprüfen will, ist das richtig. Und solange es diesen Rückkanal nicht gibt, kann vielen Hinweisen nicht nachgegangen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Internetsysteme aufbaut, Whistleblower-Portal mit Rückkanalfähigkeit, sodass man Rückfragen auch tätigen und beantworten kann. Der Kampf war in Schleswig-Holstein leider erfolglos bisher, also die haben sich mit Erfolg geweigert, dass ein solches System aufgebaut wird, was aus meiner Sicht dazu führt, dass immer mehr Bedienstete sich dann entschließen, nicht unautorisierte Wege zu gehen und Kanäle zu nutzen und dann eben mit der Presse reden oder mit Abgeordneten, die solchen Hinweisen nachgehen. Kann eigentlich der Regierung auch nicht recht sein, aber ist dann eben der einzige Weg, den man im Moment gehen kann. Ja, und damit komme ich eigentlich zum Schluss meiner einführenden Worte. Um meine Erfahrungen zusammenzufassen im Landtag, gerade aus der Opposition heraus, wenn man nicht selber an der Macht ist, bewegt sich eigentlich nur was, wenn genug Druck vorhanden ist, wenn genug öffentlicher Druck entsteht. Man kann erstaunlich viel erreichen, wenn die Öffentlichkeit ein Auge auf was hat, wenn etwas kritisch diskutiert wird und wenn dadurch natürlich die Regierung auch ihre Wiederwahl irgendwo gefährdet sieht, ihre Umfragewerte, kann man wirklich viel erreichen. Aber dazu braucht es öffentlichen Druck und Demokratie braucht öffentlichen Druck und das setzt eben Informationen voraus. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die größere Gefahr für unsere Demokratie als diejenigen, die sie aktiv bekämpfen, ja, Rechtsterrorismus, Gewalt von links und so weiter, da geht man jetzt vor gegen Internetplattformen. Das ist aus meiner Sicht keine ernstzunehmende Bedrohung für das demokratische System insgesamt, sondern die größere Bedrohung ist eigentlich das Desinteresse. Wenn Leute überhaupt nicht mehr interessiert sind, wenn Medien auch über bestimmte Sachen gar nicht mehr berichten. Das führt aus meiner Sicht zu einer Lethargie und zu einer Oberflächlichkeit, aus der heraus es dann dazu kommen kann, dass autoritäre Parteien und Regimes an die Macht kommen und gewählt werden und dann eben die Demokratie von innen heraus aushöhlen. Das ist aus meiner Sicht die echte Gefahr für die Demokratie. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit Transparenz und öffentlichem Druck gegensteuert, die Regierung kontrolliert und den Bürgern eben auch legitime Möglichkeiten und Instrumente an die Hand gibt, um Einfluss zu nehmen, um mitzubestimmen, um Dinge zu verändern. Denn andernfalls schlägt Kritik um leicht in eine Abwendung von der Demokratie insgesamt. Und da müssen wir natürlich sehr aufpassen. Deswegen ist heute so aktuell wie eh und je die Forderung nach einem transparenten Staat statt eines gläsernen Bürgers. Und ich kann euch nur bitten und auffordern, die Möglichkeiten zu nutzen,
die es gibt, um Informationen transparent zu machen, öffentlich zu machen. Zum Beispiel fragdenstaat.de, ein tolles Portal, über das man Informationszugangsanfragen stellen kann, die dann auch, wo die Antworten dann auch im Netz gleich veröffentlicht werden, für alle nutzbar. Bitte unterstützt diejenigen, die sich für Transparenz einsetzen. Das sind natürlich neben Parteien wie die Piratenpartei auch NGOs wie Transparency oder Abgeordnetenwatch oder Lobby Control. Jede Spende an diese Organisationen ist gut aufgehoben und hilft dabei, ihnen die Arbeit zu machen, wenn man nicht selbst die Zeit hat. Und wer sich gegen den gläsernen Bürger einsetzen will, den kann ich natürlich herzlich einladen, zu unserer Datenschutzdemo Freiheit 4.0 rettet die Grundrechte zu kommen in Berlin am 9. September. Ich werde auch da sein und das kann, glaube ich, helfen, den öffentlichen Druck auf die Regierung zu verstärken. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank erstmal heute. Zunächst einmal, das schöne Klatschen sagt fast mehr als 1000 Worte. Tausend Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, ein jeder im Raum hat gespürt, dass es für die Herren Stegner und Kubicki tatsächlich sehr anstrengend war, die 4 Jahre auszuhalten, weil sie das natürlich als Nestbeschmutzung empfinden mussten, dass du den Finger in die Wunde legst und im Grunde genommen natürlich sagst, so kann es nicht weitergehen. Das ist eine Verfremdung von Demokratie, wenn wir uns verschließen. Das ist nichts anderes als das Herrschen von Fürsten, die willkürlich, wie du das ja auch mit deinem Eingangsstatement ausgeführt hast, über das Volk herrschen. Ich sehe, es gibt schon Simon. Ich habe trotzdem, Simon, setz dich doch schon mal, eine Eingangsfrage. Du hast ja sehr genau vor Augen sozusagen deine Tätigkeit im Landtag von Schleswig-Holstein. Ist es wirklich so konform in der Bundesrepublik, dass überall sozusagen bei diesem Thema die gleiche Schwierigkeit da ist, obwohl wir eben 16 Bundesländer haben, wo man ja erwarten sollte, dass es dazwischen in solchen Hauptfragen möglicherweise auch Unterschiede gibt? Vor 3 oder 4 Jahren ist Hamburg groß in der Presse abgefeiert worden mit einem Transparenzgesetz. Ich dachte, das bringt die Wende, aber offenbar nicht. Also es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt ein Transparenz-Ranking, was die Open Knowledge Foundation zusammen mit Mehr Demokratie auch veröffentlicht hat, wo die einzelnen Bundesländer bewertet sind. Schleswig-Holstein ist auf Platz 2 gelandet, das kann schon mal nicht richtig sein. Oder jedenfalls auf sehr niedrigem Niveau wird da argumentiert. Aber ich glaube, im Kern sind die Probleme überall die gleichen. Und zwar deswegen, weil Wissen Macht ist. Es geht einfach um Machtfragen. Und natürlich wollen die Herrschenden sich nicht in die Karten gucken lassen, sondern wollen die Fäden selbst in der Hand behalten. Und deswegen kämpfen die so hartnäckig gegen Transparenz. Aber klar gibt es Unterschiede. Berlin, Hamburg, vielleicht auch Schleswig-Holstein ist weiter als Bayern, wo es bis heute überhaupt nicht mal mehr ein Informationszugangsgesetz gibt. Ja, also es ist ja eine Katastrophe. Natürlich gibt es Unterschiede und natürlich gibt es die Möglichkeit, auch mit Bürgerentscheiden, mit Volksentscheiden solche Gesetze auf den Weg zu bringen. Das Hamburger Transparenzgesetz ist ja nicht ohne Grund so gut geworden, weil es nämlich aus einer Volksinitiative hervorgegangen ist und weil die Bürgerschaft Angst hatte, wenn sie sich nicht einigt, dann wird das per Volksentscheid durchgesetzt. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wo die Regierung das Volk fürchtet. Aber trotzdem gibt es den katastrophalen Umgang Hamburgs mit dem Thema G20 und die dortigen Missgriffe der Polizei gegen Demonstranten. Also offenbar hilft das Gesetz an der Stelle nicht weiter. Der Bürgermeister kann machen, was er will. Er stellt sich vor seine Polizeibeamten wieder besseren Wissens und es gibt keinen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Eine Katastrophe. Ja, also was jetzt zum Beispiel die Zulassung von Journalisten angeht zu bestimmten Pressekonferenzen, das ist nicht vom Transparenzgesetz abgedeckt. Man hat ja sogar jetzt beschlossen, dass Journalisten nur noch einen Presseausweis bekommen sollen,
wenn Sie entgeltlich arbeiten und hauptberuflich arbeiten. Das heißt, man versucht auch den Journalistenstatus einzuschränken und abzuerkennen. Also da findet ein Kampf gegen die Presse statt, aber auch innerhalb der Presse selbst und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist manchmal die Frage, wie transparent ist eigentlich die Redaktionsarbeit, wie transparent ist es eigentlich die Themen, die ausgewählt werden für die Berichterstattung. Ich glaube nicht an eine Lügenpresse in dem Sinne von, dass falsch berichtet wird, aber ich glaube an eine Lückenpresse, dass über bestimmte Sachen gar nicht berichtet wird oder viel zu wenig berichtet wird. Und ich glaube und ich wünsche mir für die Medien der Zukunft, dass sie transparenter werden und dass man zum Beispiel auch mal erfährt, warum hat die Tagesschau-Redaktion heute sich für ein bestimmtes Thema entschieden und gegen ein anderes. Ja, Patrick, erstmal auch von Seiten der Berliner Piraten vielen Dank für deine Tour de Force durch sozusagen das real existierende Politikversagen. Das ist ja, man hat es ja gesehen, einfach ein so weites Feld. Also soweit nur zum Thema, die Piraten braucht es nicht mehr. Das halte ich jetzt nach deinem Vortrag mehr denn je für falsch. Und vielleicht, wenn es dir in der Politikrente mal langweilig wird, hättest du ja vielleicht Lust, diesen Vortrag nochmal zu einem Fachbuch umzuarbeiten. Da gäbe es bestimmt auch das Interesse und die Nachfrage für. Mich würde jetzt allerdings in zwei meiner Meinung nach sehr besorgniserregenden Punkten deine auch juristische Einschätzung interessieren. Das eine ist, du hast ja vorhin von der öffentlichen Vergabe sozusagen von wichtigen Institutionen, also zum Beispiel auch von Verfassungsgerichten gesprochen. Jetzt haben wir in letzter Zeit immer wieder genau das Gegenteil gehört von Seiten der CDU, dass da sozusagen das Bundesverfassungsgericht als nicht unabhängig bezeichnet wurde, weil es die verfassungsfeindlichen Gesetze, an denen auch die CDU beteiligt war, als verfassungsfeindlich abgelehnt hat oder aufgehoben hat oder zumindest eingeschränkt hat, sodass man jetzt in der CDU überlegt, ob man nicht sozusagen das Verfassungsgericht durch Menschen mit einer genehmeren politischen Einstellung irgendwie ersetzen könnte. Und das Problem dabei ist ja, die CDU seit 12 Jahren an der Regierung, wahrscheinlich auch jetzt nochmal mit Verlängerung, die haben ja die Möglichkeit dazu. Also man könnte sich ja vorstellen, dass sozusagen das letzte Bollwerk des Rechtsstaats sozusagen gegen einen verfassungsfeindlichen Bundestag jetzt sozusagen mehr und mehr erodiert wird. Gibt es da irgendwas, was man dagegen machen kann? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite ist, wir erleben es leider meiner Meinung nach mehr und mehr, dass Personen in gehobenen Stellungen, also beispielsweise der Hamburger erste Bürgermeister Olaf Scholz oder auch der Bundesinnenminister Thomas de Maizière nicht nur nicht transparent sind in ihrer Arbeit, sondern tatsächlich geradeweg lügen. Also dass es beispielsweise im Fall von den G20-Protesten keine Polizeigewalt gegeben hätte oder dass bei den Moderatorinnen und Moderatoren von links unten in die Media, die eine Hausdurchsuchung jetzt hatten, dass da Waffen gefunden seien. Und das sind augenscheinliche Lügen. Eigentlich sind ja auch solche Bürgermeister und Bundesminister Beamte auf Zeit. Also eigentlich dürften sie im Dienst gar nicht lügen und trotzdem kommt das meiner Meinung nach mehr und mehr vor. Kann man da irgendwas machen oder muss man das jetzt einfach akzeptieren, dass es in der Politik nicht nur keine Transparenz, sondern auch keine Wahrheit mehr gibt in Zukunft? Das sind total spannende Fragen, die du da aufzeigst und ich sage gern ein bisschen was dazu. Also zum einen Unabhängigkeit und Arbeitsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts. Ich weiß, dass es da Überlegungen gibt, die Befugnisse des Gerichts einzuschränken. Das hat schon Wolfgang Schäuble überlegt damals, als seine Gesetze da kassiert wurden. Ich glaube nicht, dass die durchgehen, weil die werden keine Zweidrittelmehrheit bekommen dafür, die sie bräuchten. Aber sie machen es auf andere Art und Weise. Das Bundesverfassungsgericht ist völlig überlastet. Du brauchst im Moment, dauert es 7 bis 10 Jahre, bis du irgendein Urteil bekommst über ein Sicherheitsgesetz. Alleine
von Verfahren, wo ich dran beteiligt bin, ist noch anhängig, zum Beispiel Verfassungsbeschwerden gegen Kfz-Massenabgleich, ist jetzt schon seit über 5 Jahren anhängig, ein Verfahren zur Bestandsdatenauskunft, was die Piratenpartei auch zusammen mit Katharina Nurkun schon vor 4 Jahren, glaube ich, anhängig gemacht hat, liegt da noch. Also über die Arbeitsbelastung kannst du Einfluss nehmen. Und ich muss sagen, was die personelle Besetzung angeht, war die CDU leider schon ziemlich erfolgreich darin, das Gericht zu besetzen mit genehmen Personen, nämlich indem sie dazu übergegangen sind, eigene Politiker da reinzuwählen. Also nicht mehr nur nahestehende Universitätsprofessoren, wie das vorher der Fall war, die sich dann manchmal plötzlich ziemlich unabhängig gezeigt haben und die Gesetze verworfen haben, sondern sie haben angefangen, Ex-Innenminister der CDU da reinzusetzen. Ja, also da wird wirklich der Bock zum Gärtner gemacht. Und das hat leider auch aus meiner Sicht schon insofern Erfolg gehabt, als wenn ich einige Urteile durchlese jetzt zum BKA-Gesetz und so, das ist also wirklich schwach, was da drin geschrieben wurde. Oder denk an das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Das Gesetz wurde zwar gekippt, aber das Verfassungsgericht meinte, eine Vorratsdatenspeicherung für 6 Monate sei im Einklang mit dem Grundgesetz zu gestalten. Und da bin ich auch schon bei einem Ausweg, nachdem du gefragt hast, was kann man tun. Inzwischen ist es ja so, dass teilweise die europäischen Gerichte grundrechtsfreundlicher entscheiden als das Bundesverfassungsgericht. Gerade bei der Vorratsdatenspeicherung war es so, dass der EuGH wirklich ein tolles Urteil, ein grundsätzliches Urteil gefällt hat und gesagt hat, wenn massenhaft Daten über das tägliche Verhalten, Kommunikationsverhalten der kompletten Bevölkerung gesammelt werden, dann ist das nicht mehr verhältnismäßig, weil man sich nicht beschränkt auf Leute, bei denen irgendein Zusammenhang besteht zu einer schweren Straftat und Terrorismus, sondern weil man beliebige Leute und die komplette Bevölkerung unter Generalverdacht steht. Und ich glaube, vielleicht wird es in Zukunft häufiger dazu kommen, dass dann das Bundesverfassungsgericht sich selbst korrigieren muss und grundrechtsfreundlicher entscheiden muss, weil die europäischen Gerichte sowas nicht mitmachen. Du hast die Möglichkeit, gegen Gesetze, die in Karlsruhe abgesegnet werden, nach Straßburg zu gehen, zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Und das habe ich auch gemacht in einem Fall. Da geht es um die anonyme Kommunikation. Warum müssen wir uns eigentlich registrieren, wenn wir eine Prepaid-Karte kaufen? Hat nicht jeder Bürger ein Recht darauf, auch anonym zu kommunizieren, zum Beispiel wenn ich Journalist bin und mit Informanten Kontakt halten möchte, ohne dass die nachverfolgbar sind, Insider, oder auch wenn ich politischer Aktivist bin, kann es sehr wichtig für mich sein, anonyme Handykarten zu nutzen. Und ich klage seit Jahren gegen diesen Registrierungszwang, Identifizierungszwang, aus dem jetzt ein Ausweiszwang geworden ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat das abgesegnet, leider. Und deswegen bin ich nach Straßburg gegangen zum Menschenrechtsgerichtshof. Der soll das überprüfen. Und ich bin gespannt, ob die das genauso relaxed sehen oder ob die da einen besseren Grundrechtsschutz liefern. Und jetzt zu dem Thema lügende Politiker. Also da bin ich tatsächlich der Meinung, das sollte kein Fall für die Justiz sein, Stichwort Amtsenthebungsverfahren. Du siehst, wie leicht sowas politisch missbraucht werden kann, Südkorea, Thailand, wo Ex-Politiker irgendwie vor Gericht gestellt werden, mit teilweise fadenscheinigen Begründungen, eigentlich um einen Machtkampf auszutragen. Ja, das sollte keine Sache der Justiz sein. Das sollten die Bürger zum Anlass nehmen, solche Lügen, diese Leute nicht mehr zu wählen. Und was ich mir vorstellen könnte an Verbesserungen wäre, dass man ein Abwahlverfahren etabliert, das ähnlich eines Volksentscheides es auch möglich sein muss, wenn so und so viele Bürger zustimmen, eine Neuwahl zum Beispiel zu machen. Ne? Warum ist das eigentlich nicht möglich? Nach meinem Verständnis von Demokratie sollten die Bürger als der eigentliche Souverän eben nicht nur die Möglichkeit haben, Personen zu wählen, sondern auch sie wieder abzuwählen, wenn sie das für richtig halten. Ich glaube, sowas würde wirklich was bewirken und dafür sorgen, dass Politiker sehr gut aufpassen würden, was sie sagen. Der Punkt. Ja, danke, Patrick. Der Punkt Hamburg und Bürgermeister und wie sollte man mit ihm umgehen, wenn es ja nachweisbar so ist, dass er lügt. Ich sehe es ähnlich wie du, das ist keine juristische Auseinandersetzung, sondern eine politische. Und dann folgt natürlich die Frage unter dem Vorzeichen, dass wir heute hier über die Piraten reden und ihre politischen Aktivitäten. Ich habe von den Piraten bisher nicht
gehört, dass Sie sich stark machen für die Einsetzung eines überfälligen Untersuchungsausschusses. In Hamburg? In Hamburg. Wäre das nicht sozusagen eine wunderbare Steilvorlage für die Piraten zu sagen, wir setzen nicht auf die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, die ja auch abgelehnt wurden, sondern wir wollen, dass da ernsthaft von Wissenschaftlern, von Kennern der Szene eine Aufarbeitung erfolgt, warum es zu dieser eskalierenden Gewalt geworden ist und welche Anteile die Polizei selber dann auch zu verantworten hat. Ich finde, das ist überfällig und ich wundere mich, dass unsere Bundespartei zu dem Thema keine Aktion unternimmt, weil es nicht sozusagen eine billige Vorlage ist, sondern eine notwendige Auseinandersetzung, solche Untersuchungsausschüsse zukünftig auch generell abzukoppeln von parlamentarischen Ausschüssen. Da wissen wir doch, das wird alles in der Mühle der Parteien zerrieben und irgendwann gibt es dann irgendetwas, was man, mit dem man nichts politisch anfangen kann, sondern ein unabhängiger Untersuchungsausschuss wäre dazu in der Lage, daraus Mobilisierung zu entfalten, weil man Vertrauen hat, weil man nicht sozusagen eingespannt wird für irgendeine Meinung, die sich jetzt gerade versucht, politisch in Szene zu setzen, sondern solche Dinge sind objektiv aufzuarbeiten und deshalb, ich fände es gut, wenn du mit deiner Kraft und andere, vielleicht auch Simon, der Berliner Landesverband, sagt, ja, wir werfen nicht nur vor, dass er lügt, sondern wir werden jetzt auch was unternehmen, damit sowas in Zukunft nicht wieder vorkommt. Tolle Idee, so ein zivilgesellschaftlicher Untersuchungsausschuss, ja. Ja. Gut, entschuldige sich, weil es jetzt gerade dazu passte, das war ja die Steilvorlage Hamburg, nicht bestellt, sondern spontan darauf geantwortet. Bitte. Hallo Patrick. Hallo. Ich möchte auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen für eine Einschätzung. Und zwar, unser Staat basiert ja letztendlich auf einer Gewaltenteilung, auf Kontrolle von verschiedenen Seiten. Da soll sich vieles ausgleichen. Wenn man sich das jetzt so betrachtet und du so mal guckst, wo warst du erfolgreich, was ist alles passiert, was hast du da so im Kopf? Wie würdest du das, das ist eine sehr offene Frage, eine sehr weite, aber wie würdest du das einschätzen, so von der Grundkonstruktion? Hast du das Gefühl, dass es genügend Möglichkeiten gibt, hier tatsächlich, sei es überhaupt Transparenz einzufordern, Kontrolle auszuüben, und im Rahmen so der üblichen vorgesehenen Organe, beziehungsweise was ist eigentlich mit dem normalen Bürger? Also wie schätzt du da das Kräfteverhältnis ein zwischen denen, dort, wo sich die Macht gewissermaßen ballt, wo die Leute sozusagen die Möglichkeiten in der Hand haben und denen, die sie sei es offiziell kontrollieren oder die sie kontrollieren könnten, eben so als NGO, als Bürger, als wie auch immer? Also ich denke mal, es gäbe mehr Möglichkeiten für Transparenz, als wirklich genutzt werden. Also man könnte mehr Informationen rausholen, man könnte mehr darüber berichten, als es im Moment der Fall ist. Aber die Möglichkeiten reichen auch nicht aus. Es gibt bis heute kein Grundrecht auf Informationsfreiheit. Das heißt, du hast kein Recht, um Informationen zu bekommen, was gegen jede Behörde gerichtet werden könnte, was im Grundgesetz zum Beispiel verbrieft ist. Und es gibt halt die vielen Ausnahmen. Die Informationszugangsgesetze, die es gibt, enthalten bestimmte Ausnahmen, wo komplette Bereiche ausgenommen sind. Dazu können Sicherheitsbehörden gehören, die Rechnungshöfe, die Justiz, die Politik selber nimmt sich gerne natürlich aus davon, ne? Also es gibt diese schwarzen Löcher. Deswegen, die Möglichkeiten sind nicht ausreichend, aber man könnte auch schon mehr mit den vorhandenen Möglichkeiten tun. Oft ist es auch so, Sachen sind bekannt und es passiert nichts damit, ne? Das ist ja hier Stichwort Hamburg und so weiter. Das ist natürlich dann besonders schlimm. Gut, ich sehe, da macht sich jemand nicht zum Kaffee auf den Weg, sondern mit einer Frage. Steht schon auf der Stirn. Hallo. Bitte.
Ich habe mal eine Frage, also jetzt jenseits von diesen juristischen Feinheiten, sondern aus deiner Erfahrung, warum wollen sich die Regierenden nicht in die Karten schauen lassen? Ist das von ihrer Seite mehr ideologisch begründet, dass sie im Hintergrund bestimmte ideologische Gesellschaftsvorstellungen haben, oder sind da finanzielle Interessen oder nur, um Lobbyisten einen Gefallen zu tun? Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, was die eigentliche Motivation ist, die hinter der Vorstellung steht, möglichst diese Transparenz und die Abschottung gegenüber der Gesellschaft zu erhalten? Ja, ich habe versucht, das zu verstehen, weil wir uns ja im Landtag darüber gestritten haben, um solche Sachen wie Geheimhaltung des wissenschaftlichen Dienstes. Und da habe ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen auch gefragt, wofür habt ihr eigentlich Angst? Und ich glaube, dass vielleicht sogar die Öffentlichkeit ein bisschen mitverantwortlich dafür ist. Denn ich glaube, ein Grund dafür ist, dass viele Bürger von der Politik erwarten, dass sie immer das Richtige macht und sozusagen unfehlbar ist. Ja, und wenn alles transparent wäre, müsste man in der Öffentlichkeit bereit sein zu sagen, wir haben zwar den und den Vorschlag gemacht, aber in der Diskussion sind wir zu einem anderen Ergebnis gekommen und haben eingesehen, das geht so nicht oder es ist vielleicht sogar falsch. Wir meinen jetzt das Gegenteil von dem, was wir vorher gesagt haben. Das heißt, man bräuchte halt auch eine Öffentlichkeit, die eine gewisse Fehlertoleranz den Politikern gibt, ein Recht auf Irrtum oder vielleicht auch mal was ganz Blödes gesagt zu haben, dass das trotzdem nicht lächerlich gemacht wird. Im Moment befürchten halt viele Politiker, dass wenn sowas rauskäme, dass das ihr Ansehen mindern würde und gegen sie verwendet würde, auch im politischen Meinungskampf. Und deswegen glaube ich, dass dieses Dogma der Unfehlbarkeit das ist, wovor sie eigentlich Angst haben, dass das zerstört würde, wenn man sieht, dass Politik auch nur mit Wasser kocht. Bismarck sagte ja mal, bei Würsten und Gesetzen will man nicht wissen, wie sie zustande gekommen sind. Das ist auch wirklich so, das kann ich nur so bestätigen. Also teilweise beruht das auf Willkür, wer sich durchsetzt bei einer Streitfrage, auf Zufällen manchmal. Ne? Und deswegen denke ich, die Politik muss sich verändern, wenn sie transparent arbeiten will, aber auch die öffentliche Erwartung muss sich verändern. Solange es zum Beispiel so ist, dass den Piraten, die versucht haben, mehr Transparenz zu machen, vorgeworfen wird, sie seien doch immer zerstritten und würden nichts zustande bringen, solange wird es halt auch nicht mehr Transparenz geben, wenn man das dann nicht honoriert. Ne? Wobei ich das eigentlich abkoppeln möchte, sozusagen das eigene Versagen, die Partei zu organisieren, hat eigentlich nicht belastet die Forderung der Partei, dass es in der Politik, wie in der Wirtschaft, wie in der Gesellschaft mehr Transparenz geben muss. Ich glaube, das kann der Bürger, der dann sich für Politik interessiert, schon noch einschätzen. Nur er traut den Piraten eben keine Machtveränderung mehr zu. Mit 1,2% geht das auch nicht. Ich habe noch einen anderen Aspekt. Deine Forderung an die Öffentlichkeit, also an den Bürger, an das Individuum, ist ja völlig berechtigt, dass auch er einen Kulturwandel im Sinne der demokratischen Entfaltung, Weiterentwicklung für sich selbst als Anspruch haben sollte. Nur dieser wird natürlich dann doch durch die herrschende Politik belastet, durch das Instrument der Überwachung, was ja nun in den letzten 10 Jahren jetzt mal gesehen mächtig anfängt zu greifen, ja auch nicht ganz ohne Grund, weil man Angst hat, dass gegen diese Ungleichheit, gegen diese offene Schere noch mehr passiert, als im Moment passiert. Es ist ja alles noch sehr friedlich in unserem Land. Aber das könnte tatsächlich aus meiner Sicht eben der Grund sein, warum man versucht, diese Überwachungsdinge zu schärfen, neben dem allgemeinen Terrorismus dann, der Bedrohung von außen. Und ich glaube, die Zersetzung des Individuums mit dieser Überwachungsgefahr ist viel stärker, als man im Allgemeinen annimmt. Zumindest kann ich sagen, in meinen Kreisen politisch aufgeweckte Bürger,
eigentlich keine Feiglinge, fangen die Leute doch an, weil sie im öffentlichen Dienst tätig sind oder sonst woanders tätig sind, zu sagen, ja, was kann ich eigentlich noch formulieren an wirklicher Grundsatzkritik gegen die Dinge, die im Land falsch laufen. Und insofern eigentlich das Verdienst ist auch dein Verdienst, eben sich aufzulegen gegen diese Überwachungsgesetze, auch die können wir eben leider nicht zurückdrängen. Und das macht unsere Schwierigkeit aus. Und insofern ist die Forderung, dass der normale Bürger, der mit der Familie, mit seiner sozialen Lage zu kämpfen hat, jetzt nicht groß anfängt, seine moralischen Standards zu entwickeln und zu erhöhen. Das ist doch die Falle, in die wir da hineinlaufen. Und insofern bin ich froh, dass es nach wie vor, Gott sei Dank, solche Demonstrationen jetzt wie im September, am 9. September gibt oder heute Abend gegen das Verbot von links unten. Das sind wenigstens noch kleine Anzeichen, dass nicht alles tot ist. Aber es ist massenmäßig, müssen wir uns eingestehen, zu wenig. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie weit halten wir die Partei, die kleine Partei, die klein gewordene Partei noch so zusammen, dass die weiterhin ein Unruhestifter ist. Denn wenn auch die jetzt noch von der Fahne gehen, dann haben wir die Linke, einen Teil der Grünen und das war's dann. Und die Personen, die sozusagen öffentlich kämpfen, ich hatte das in der letzten Sitzung mit Meinhard Starostik schon erwähnt, wir können dankbar sein, dass es Menschen wie dich gibt oder Katharina Nokun oder auf der grünen Seite oder auf der linken Seite noch Kräfte, die eben sagen, so, das sind alles absehbare öffentliche Figuren, 5, 6, 7, 10 und zu wenig. Ja, da stellt sich gleich die nächste Grundsatzfrage nach der Frage, warum ist Politik so intransparent? Jetzt die Frage, warum gibt es immer mehr Überwachung? Ich glaube, auch da müssen wir uns eigentlich an die eigene Nase fassen. Weil wenn du guckst, wie ist so die öffentliche Meinung zum Thema Überwachung? Alle wollen immer mehr Sicherheit, alle wollen mehr Videoüberwachung und so weiter. Insofern brauchen wir uns erstmal nicht zu wundern, dass die Politik dasselbe fordert und damit auch erfolgreich ist. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass viele Bürger zum einen eine Fehlvorstellung haben, was das Ausmaß der Bedrohung sozusagen angeht. Also man überschätzt die Gefährdung durch Kriminalität weit, gerade auch, weil die Medien immer wieder über spektakuläre Einzelfälle berichten, glauben die Leute, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, irgendwie Opfer einer Straftat zu werden. Sie glauben, dass es auf der Straße unsicher ist, obwohl die Gefahr zu Hause viel größer ist und mit Personen, denen man persönlich kennt. Sie wissen nicht, wie viel höher das Unfallrisiko ist, das Risiko durch Krankheiten zu sterben und so weiter. Also man hat eine viel überzogene Gefahr. Man hat ein politisches Interesse daran, an Überwachung, weil es ein Machtinstrument ist. Durch Angstmache kann man eben Wahlen gewinnen und die Öffentlichkeit steuern. Man kann Agenda-Setting machen, man kann die öffentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken und von anderen ablenken, Stichwort Soziales. Und man hat natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Dieser innere Sicherheitssektor ist ein wachsender Industriesektor. Gerade wenn die Rüstungsausgaben begrenzt sind nach dem Ende des Kalten Krieges, hat die Wirtschaft ein umso größeres Interesse, hier diesen Überwachungssektor weiterzuentwickeln und auszubauen. Und all diese Faktoren führen dann, glaube ich, dazu, dass die Überwachung immer weiter zunimmt. Was kann man dagegen machen? Wenn man zum Beispiel mal die Effektivität von Sicherheitsgesetzen evaluieren und überprüfen würde, das würde schon sehr viel helfen, denn nach meiner festen Überzeugung würde sich ergeben, dass diese Massenüberwachung, wo ungezielt beliebige Personen ins Visier genommen werden, dass die auch völlig ineffektiv ist und ineffizient. Also gemessen an dem Geld, an dem Personal, was man da reinsteckt, kommt viel zu wenig dabei raus. Man könnte das anderswo erfolgreicher einsetzen, indem man konkreten Hinweisen nachgeht, indem man vielleicht mehr Polizeibeamte auf der Straße hat. Wenn man wirklich einen solchen Effizienzvergleich machen würde, würde man schon viel weniger
Massenüberwachung herausbekommen. Aber das findet nicht statt. Es kümmert sich ja keiner darum, was die Gesetze wirklich bringen. Nur solange es sie noch nicht gibt, sagt man, das brauchen wir unbedingt. Sonst ist die Republik in Gefahr. Wenn das dann einmal beschlossen ist, kümmert sich ja kein Mensch mehr darum, hat das jetzt irgendwas gebracht. Wenn es was gebracht hat, war das Gesetz richtig. Wenn es nichts gebracht hat, dann braucht man mehr davon. Also von daher ist eigentlich egal, ob es effektiv ist oder nicht für die Politik. Nach dieser Logik der Sicherheitsideologen braucht man immer mehr Überwachung, kann man nie genug wissen. Und das ist halt gefährlich, weil es in einen Staat führt, wo der Bürger gläsern ist und die Macht der Politik über den Bürger zu groß. Und wir sind immer nur eine Wahl entfernt von einem Regimewechsel hin auch zu einem autoritären Staat. Hat man hier in den USA gesehen, auch wie schnell Trump gewählt worden ist, hat man hier bei verschiedenen osteuropäischen Regierungen gesehen. Das kann auch bei uns sehr schnell passieren. Und vor dem Hintergrund darf man dem Staat keine Instrumente an die Hand geben, die eine Kontrolle der Bevölkerung ermöglichen oder Unterdrückung der Bevölkerung. Also ich habe... Ich habe zum Abschluss Ich habe noch eine kleine Nachfrage, weil gerade du, was du angeschnitten hast, diese Tendenz zum autoritären Staat. Die Frage ist, ob da nur rein pragmatische Machtinteressen dahinter stecken oder wie sie auch in den USA zeigt, dass doch, wie weit man erkennen kann, dass da auch ideologische Gruppen dahinter stecken und ideologische Konzepte, die eben von diesen Machtpolitikern zwar öffentlich nicht kommuniziert werden, aber die in diese Ideologien eingebunden sind. Und was mich interessiert, ob du aus deiner Erfahrung sagen kannst, ob du erkennen konntest, in welche ideologischen Strukturen einzelne Leute doch du der Meinung bist, dass sie da eingebunden sind oder ob die das nur aus pragmatischen oder Lobbyinteressen machen oder ob doch da eine ideologische Grundkonzeption auch dahinter steckt oder ob das mehr in das Gebiet von Verschwörungstheorien geht, dass diese Leute ideologisch völlig unabhängig sind. Das ist eigentlich, was ja auch für die politische Auseinandersetzung wichtig ist, weil wenn es solche ideologischen Einbindungen gibt vom Innenminister, dann müsste man eben auch in der Öffentlichkeit diese Ideologien mal thematisieren. Wofür stehen die Leute eigentlich mit ihrem geistig-philosophischen Hintergrund? Was wollen die eigentlich? Wo wollen die eigentlich hin? Außer jetzt nur den Diesel retten, ja? Also ob die da doch ein bisschen in ihrem Denken und ihrem Einbinden nicht nur pragmatische Machtpolitiker sind, sondern ob da mehr dahinter steckt. Ob du da was erkennen konntest. Vereinfacht die Frage auf den Punkt gebracht. Braucht der Kapitalismus Überwachung? Braucht der Neoliberalismus, damit er weiterhin existieren kann, so wie er eben bisher existiert? Braucht der Überwachung? Das ist doch die Frage. Also mit rechten Politikern mussten wir zum Glück nicht zusammenarbeiten im Landtag, deswegen habe ich keine Erfahrung damit, was die glauben, die tatsächlich aus diesem autoritären Spektrum kommt. Aber was den Mainstream angeht, muss ich eigentlich sagen, es gibt so einen primitiven Glauben, dass je stärker der Staat ist und je mehr Kontrolle er über die Bürger hat, desto sicherer leben wir. Das ist irgendwie so eine Alltagsweisheit, die ganz viele gar nicht in Frage stellen, obwohl sie empirisch gar nicht nachzuweisen ist. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass Staaten, wo der Staat mehr Überwachungsbefugnisse hätte, auch sicherer wären. Im Gegenteil ist es ja so, dass in Großbritannien oder USA oder so, wo es mehr Überwachung gibt, weniger Grundrechte, dass es dort mehr Kriminalität gibt. Ne? Also das ist so ein primitiver Glaube, ohne das zu hinterfragen, der ja auch auf der Straße verbreitet ist. Und was es ansonsten noch gibt, ist sehr viel Pragmatismus. Das heißt, eigentlich finde ich auch ein bisschen erschreckend in meiner politischen Erfahrung, wie wenige Abgeordnete es gibt, die wirklich aus Überzeugung handeln und die überhaupt irgendwelchen Werten folgen in dem, was sie tun. Da wird viel vor sich hergewurschtelt und es gibt Strukturen, wo eben so oder so entschieden wird und dann müssen das alle mittragen und so. Aber dass jemand wirklich sagt, das ist meine Überzeugung, hier stehe ich und ich kann nicht anders, gibt es ja fast nie. Da sind wir wieder beim Problem des Fraktionszwangs,
da gibt einer vorne irgendwas vor und alle anderen müssen dann die Hand heben. Also dass man wirklich überhaupt seine eigene Überzeugung äußert und danach handelt, ist in der Politik nur bei Gewissensentscheidungen der Fall, die selten genug zustande kommen. Ja, und beim Thema Überwachung, wie gesagt, ist aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Problematik, nicht nur eine politische. Und ich glaube in der Tat, dass die allgemeinen Verhältnisse, Globalisierung und Auflösung des sozialen Näheraums, alles wird immer komplexer, immer unüberschaubarer. Die soziale Situation wird immer unsicherer, die Lebensläufe werden gebrochener, dass das zu so einer allgemeinen Verunsicherung irgendwie führt, sodass Menschen eben stärker nach Halt suchen und nach Gemeinschaft, Gemeinsamkeit. Und wenn dann eben die Rechten kommen und sagen, hier, wir sind die richtige Gemeinschaft und die anderen greifen uns an, nehmen uns was weg und so weiter, dann findet das halt deswegen einen großen Anklang, weil das eine simple Erklärung ist und Sündenbock funktioniert immer gut. Und man sucht halt wieder so nach dieser Ordnung. Deswegen vielleicht auch der Wunsch nach einem starken Führer oder starken Staat. Übrigens, wenn ihr euch die entsprechenden Studien anguckt, die sogenannte Mitte-Studie, zieht sich der Wunsch auch durch Anhänger aller Parteien. Das ist nicht beschränkt auf das rechte Spektrum. Aber die Zahl dieser Anhänger bewegt sich doch so im niedrigen zweistelligen Bereich, so zwischen 10-15% und so. Also noch sehe ich da keine unmittelbare Gefahr. Und vor allem ist es nichts, was der Staat durch Überwachung lösen könnte oder durch Verbote, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema, ein Bildungsthema eigentlich. Ja, nochmal ein Abschlussklatschen mit meiner Freude über ein gestriges Ereignis in Barcelona. Und ich hoffe, davon lernt auch die deutsche Gesellschaft. Dort sind 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Terrorismus, klar, zu demonstrieren, aber für ihre Freiheit und gegen Islamophobie. Also ich sehe im Moment nicht, dass wir in Deutschland 500.000 Menschen vom Brandenburger Tor versammeln könnten, um genau für diese drei Themen dort aufzutreten und sich in Szene zu setzen. Aber wir sehen das, denke ich mal, als Verpflichtung, weil das sozusagen eine emanzipatorische Verhaltensweise ist. Wir haben ja in Europa leider auch andere Länder, wo man weiß, dass die Regierung sich einsetzt, um eben genau wieder in die Vergangenheit zu gehen. Also das wäre sehr schön und das leitet über zu unserer nächsten Matinee am 1. Oktober. Dort wollen wir das Thema aufgreifen, Terrorismus und Überwachung, die Todfeinde der Demokratie, wie werden wir sie wieder los? Ich bin im Moment am Recherchieren nach einem geeigneten Referenten oder Referentin. Ich habe da auch schon was in petto, aber da fehlt die letzte Zusage noch. Ich hoffe, die kann ich in der nächsten Woche einholen und dann wird es auf der Seite, also auf unserer Peira-Website natürlich wieder veröffentlicht und Twitter-mäßig vorbereitet. Also auch all denen, die unsere Veranstaltung per Twitter ja auch begleiten. Vielen Dank nochmal dafür. Das mobilisiert einen kleinen Kreis, aber immerhin, wir haben heute sogar einen weiteren Bundespiraten unter uns, der spontan gestern Abend durch einen Tweet reagierte und sagte, da muss ich hinkommen. Also erzählt es weiter und erhöht die Schlagzahl auf Twitter für unsere, nicht Matineen, sondern für unsere Ideen und Kernthemen. Vielen Dank, Patrick. Danke dir. Ja.
Musik.